So, wir sehen die neue Front. Da, die scheint für Big erstmal ein bisschen schwieriger anzufangen. Aber das sieht gut aus für Team Spirits. Jawohl, auf dem eigenen Map-Pick. Sehen nochmal die Aufstellung. Big mit Nex, Xantaras, Tizian, Tapsen, Gob B. Und Team Spirit mit Sam, Dai, Young, Dima, Dafkos, Softik und Coldy. Ja, wer sich vielleicht noch so ein bisschen erinnert. Damals, vor ein paar Seasons, die MDL Global Challenge. Da sah es gut aus für Big. Und wir starten rein in die Piste Round. Team Spirit auf der CT Side mit Firma Kevlar, Kit und einer Smoke per Softik. Big geht auf den 5-Mann gemeinsam B-Execute, gibt ein paar erste Granaten raus, die Flashes. So, Dima bekommt erstmal keinen sauberen Shot hin. Bombspot defensiv gehalten, versuchen sie jetzt so irgendwie rüber zu rotieren, einen Blick in Richtung Spot zu bekommen. Aber der Bombplant, der ist durch. Erster Vorteil für Dima, Überzahl Team Spirit. Big hat immer noch dreimal Kevlar und wie ich nur Glocks in der Hand auf die Close Distance. Darf man sich also nicht zu offensiv zeigen. Team Spirit lässt sich da sehr, sehr viel Zeit. Pushen jetzt über kurz. Tapsen ist da. Tapsen aber Instant Trade durch Coldy. Tizian, Doppelkill in Richtung Kitchen. Und da wieder Softik mit rum. Es ist 2 gegen 2. Bank steht, App steht. Softik bekannt mit der USP und er weiß irgendwo oben. Da steht Xantaras in Apps. Er hat einen Kit. Das kann er vielleicht durch diffusen. Xantaras aber ist erfolgreich und es ist das 1-0 für Big. Na, da haben sie schön lange gewartet. Die Defensivposition eingenommen. Team Spirit am Ende knapp, aber nicht erfolgreich. Direkt gibt es die Doppel-Arca mit der Galil bei Xantaras, bei Tapsen. Und Team Spirit natürlich in der Pistol Eco Round warten auf ihre erste Bar Round mit den M4s, vielleicht dann mit einer AWP. Gibt die ersten Granaten rein Richtung Connector. Ja, wir haben schon einen 3-4 Mann in Richtung A-Spots im Aufbau. Während diesen Dima den B-Spot auf kurz defensiv hält. Na, und sie lassen sich Zeit. Versuchen mal ein bisschen Schaden auszuteilen. Wir stecken ebenfalls sehr, sehr viel ein. Gerade mit der McCaffrey Close Distance kann man da natürlich sehr, sehr viele rausnehmen. Go B Richtung CT. Darf Ghost auf der Box. Coldy hinten Richtung CT spawnen. Und Schaden haben sie bislang noch nicht wirklich einsetzen können gegen Beck. Na, ah, sie trauen sich aber auch nicht rein. Jetzt aber Nex. Rechts gespottet. Instant Kommanden raus. Go B hält die Flanke. Und es ist das erfolgreiche 2-0 für Berlin International Gaming. Erste Barround Team Spirit. Und die natürlich muss entsprechend aufgehen. Aus der Sicht von Team Spirit selbst. Sie haben die Vierer Aug. Nur eine M4. Kein Kit, Kevlar, Helme. Wenn man eben immer noch denkt, dass da vielleicht noch die beiden McTans, vielleicht der Galil noch in der Hand sind. Gibt die ersten Smokes in Richtung A-Spot, in Richtung Mitte, Richtung Window Shots. Und wir sehen einen breiten Aufbau. Richtung Apps, Underpass, Top mit. Ja, den A-Spot erstmal abgeaimt. Tizian frisst da guten Granatenschaden. Und das ist der erste Vorteil, den man sich da setzen kann. Nex. Molotov fürs Window. Forst aber keinen raus, denn da stehen sie aktuell nicht drin, Team Spirit. Tapsen. Xantaras. Ah, sie lassen sich da sehr, sehr viel Zeit. Sam Dai Young mit dem nächsten Schaden gegen Gob. Schaut nochmal Mitte nach Richtung Kurzcross. Xantaras aus dem Connector kann sich da einfach rausneaken. Und den haben sie nicht auf dem Schirm. Oh, den hat Team Spirit nicht gespottet. Das sind 35 Sekunden. Xantaras mit einer ersten Info Richtung A-Spot. Gab einen ersten Schaden Richtung B von Tapsen. Ah, Granate raus, Molotov raus, Flashes, Dima auf 4 HP ist weg. Gob, Xantaras ist getradet worden. Kitchen hinten abgeaimt, aber Softik weiß, dass da oben was drinsteht.
Und Gott B, Nex, die Doppel-Mac-10, könnte erstmal auf eine Galil, auf eine Arke upgraden, aber Onslaught steht immer noch Darth Cost. Den kann man entsprechend easy denyen. Jawohl, wird nicht entsprechend abgeaimt. Nex kommt ein bisschen zu spät. Und mit 10 Sekunden ist es ein einziger 2, was Nex nicht mehr ausspielen kann. Team Spirit schnappt sich die erste Ballround. Mal schauen, ob es jetzt vielleicht nochmal mit 3 AKs ein bisschen möglicher wird. Darth Cost mit der Window defensiv erst wieder abgesmoked. Und Tapsen der Diegel macht den Anfang. Schaut Richtung Short, Connector, Window, Sam Dayang nicht blind. Und Tapsen muss erstmal warten. Ah, gibt den ersten Vorteil für Coldy. Steckt da überhaupt nicht viel Schaden ein. Immer noch runter auf 70. Bin ein bisschen geprefired. Immer noch dreimal in der Mitte unterwegs. Ziehen sich langsam zurück. Und geht vielleicht auf den B-Split. Bombe oben in Richtung B-Apps. Schiebt nochmal weiter Richtung B rein. Man zieht aber nochmal um. Dann zieht er nochmal nicht in die Mitte ein. Softic wieder über kurz erfolgreich. Und jetzt ist es eben eine 5 gegen 3 Überzahl. Gegen eine AK, gegen eine Galil, gegen eine Diegel bei Tapsen. Und die versuchen es Richtung Aspen. Die haben noch Flashes, Molotovs, also gutes Equipment. Coldy mit Infos. Darth Cost hält den Cross. Gibt eine erste Flash gegen. Coldy auf 20, Softic auf 40. Wären vielleicht 2 potenziell schon der Trace. Währenddessen aus Tapsen die dritte, die zweite AK in die Hand bekommt. Oh, Sam Dayang einfach offen erwischt worden. Tapsen erfolgreich. Darth Cost blind im Connector, 30 Sekunden. Bombplatt ist nicht durch, denn die halten sie einfach blind durch die Smoke auf. Und Gott B ist bekannt. 1 gegen 2 Unterzahl. Connector steht, Jungle steht. Oh, Gobi mit Infos, der weiß Bescheid, aber die Zeit ist knapp und das schafft er nicht mehr. Nicht gegen die Auge auf die Long Distance. Sehen wir es nochmal. Coldy im Replay gegen die Rampe. Softic über Short. Wie man die ersten beiden setzen konnte und Tapsen. Hat er was möglich gemacht, aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Tja, und nach den beiden Verlustrunden gibt's die Pistol Eco Round. Darth Cost bekommt einen super Mitte-Flash. Gott B versucht zu traden, bekommt den Deagle-Headshot hin und das wäre wenigstens mal eine MP9 in die Hände von Big. Ah. Versuchen da langsam mal ein bisschen Schaden auszuzahlen, aber leider am Ende eben nicht mehr möglich. Da haben wir noch einen Deagle-Headshot von Gott B, der blitzschnell saß, nur gewinnen konnte man eben die Pistol-Eco-Round nicht. Vielleicht jetzt nochmal mit den nächsten Rifles. Wir haben aber immer noch eine Galil in der Hand, Batizian, um da ein paar mehr Granaten möglich zu machen, Smoke, Molotov und eine Flash. Team Spirit wieder mit zweimal in der Mitte. Dima, Leather Room. Connector stehen Sam Dayang und Darth Cost. Und Coldy versucht es mal etwas offensiver Richtung Rampe, Richtung Palace. Aimt so ein bisschen die Smoke ab, schaut mal oben rein. Natürlich hofft auf ein paar erste Infos. Big wartet. Zu fünft vor dem A-Spot. Jetzt kommen die Granaten raus, die ersten Smokes, direkt die Counter-Grenades. Darth Cost kann keinen sauberen Shot setzen. Coldy immer noch Underwood, schaut mal Richtung Tetris. Oh, bekommt keinen. Gott mit 4 AP glücklich. Und dann kommt die Granate rein. Und das ist ein 4 gegen 4. Schaden ist gut. Tapsen auf 40, diesmal auf 70, ebenfalls wie Nex. Und immer noch fast alle 4 Mann auf Full Life bei Team Spirit. Und sie haben die Death Kits, sie haben die AWP, sie haben die Rifles. Also gute Chancen. Immer noch ein paar Smokes, eine Molotov, ein paar Flashes. Und jetzt müssen sie aufpassen. Molotov Richtung Default Plant, Nex am Prefern Richtung City, Softic auf 3 HP runter, Sam Dayang erfolgreich, Prefer Richtung Underwood, Nex ist close, Sam Dayang muss aufpassen, ist eingelassen worden, mit der Auge in 1 gegen 3 geschickt, da kommt noch was, wird abgamed.
Und diesmal ist das wieder der Erfolg für Big D. Baron geht auf. Und Team Spirit bekommt erstmal keine vierte Runde auskommt, bekommt erstmal keine Chance, die Führung weiter aufzubauen. Sondern Big gleicht aus. Wieder der gemeinsame A-Executor, der angepeilt wird. Ah, die Smokes in der Hand. Sancheras in den Anfang. Coldy abgesmoked. Ah, sie haben nur ganz, ganz wenige Granaten bei Team Spirit, indem sie nochmal Rifles investiert haben. Noch eine Flash in der Hand, eine Smoke bei Coldy, bei Dima. Und es gibt erstmal den Boost über die Smokes. Oh, die Flash ist gut. Oben Sancheras, close and stairs. Aber Schaden bei Tapsen auf 70, Gob auf 50. Sancheras mussten wir erstmal abbrechen. Darfkost. Oh, sie trauen sich doch nicht ganz rum. Nächste Granate kommt rein Richtung Jungle. Tapsen auf die Close Distance zum ersten. Runter auf 14 HP. So ein ganz, ganz schneller Trade für den Spirit. Aber trotzdem sitzen da die Rifles. Coldy, Softik, Dima. Aufgeteilt. Warten auf den Backstep von der Rampe, der aber schon abgeaimt wird. Dima gegen 2. Und Big hat noch nicht geplantet. Trotzdem eine Überzahl. Trotzdem immer noch einmal mehr auf dem Feld. Und man teilt sich auf. Cody Richtung B-Spot. Nix. Mit einem schönen Timer von da unten geschaut. Durchs Holz durch. Und das ist ein 3 gegen 1. Bombe. Ja, liegt hinten defensiv. Versucht es da über den Connector durch. Schnappt sich den Doppelkill gegen Goppy, gegen Centaurus. Und jetzt Nex auf 50. Er hat Kevlar, er hat einen Helm, aber er hat eben keine Granaten mehr. Genauso wie Cody auch. Beide auf 50 runter. Connector Richtung Stairs. Schaut Richtung Palace. Aber Nex. Tja, Nex. Spielt es sicher runter. Big wieder mit einer Runde in Führung. Na, wir sehen die Pistol Eco Round, den 5-Mann-Stack in Richtung A-Spot und bleibt defensiv. Natürlich möchte, dass der Big relativ weit reinläuft Richtung Spot und man dann vielleicht mit 2-3 Mann im Zusammenhang da ein paar Trades setzen kann. Vielleicht irgendwie eine Waffe kommt. Aber Xenteris, Tapsen, Gobi, die machen mit den AKs nichts möglich und Team Spirit kein Erfolg in der Pistol Eco Round. 2 Runden führen für Big, währenddessen natürlich jetzt wieder AUX investiert werden. Wieder 4 AUX, eine M4, Granaten, Kevlar, keine Helme und kein Diffuse-Kit. Sofern also die Bombe gelegt wird bei Big, muss man da möglichst schnell den Recheck gehen. Wir sehen wieder Default-Aufbau, Short-Offensiv, B-Defensiv in Richtung Van. Dafür Connector, Rampe und den CT-Spawn auf dem A-Spot. Ja, Big, diesmal mit einer 4-Mann- Gruppierung Richtung B-Spot. Und sie lassen sich Zeit. Klar, sie wissen nicht, wo Team Spirit aktuell wartet. Wo sie aktuell stehen. Softik. Ah, riskiert mal einen kurzen Sprung. Direkt den Defensivsmog rein. Ein paar Sekunden rausholen. Aber Big wirft genau in dem Moment die ersten Granaten rein Richtung Spots. Oh, sneaken sich trotzdem mal close an die Smoke-Kante, währenddessen Softik entsprechend up-aimt. Sie hören die Steps. Oh, die Flash kommt zu spät. Und Titan ist raus. Versuchen die Rotation vom A-Spot so ein bisschen durch zu forcen. Dima auf Short muss erstmal abwarten. Xenteros droppt runter, aber hat keinen Fokus. Dima Doppelkill. Und Nex und Gobi müssen deliver. Kurz steht, Window steht. Überall warten sie und Nex. Oh, zeigt sich offensiv, er weiß kurz am Pfeil, er gibt eine erste Granate rein gegen Dima, der ist jetzt runter auf 20, der Molotov ist gut, der kann nicht ablöschen, da muss er raus, aber auf kurz steht schon Cody.
Na, hat Dima auf Shorts sehr elegant gelöst. Sie da einfach in sich reinlaufen lassen. Nur eben geht's bei Team Spirit entsprechende Defizite. Eine Scout only für Darfgost. Dazu immerhin die Doppel-AK für Dima und Sam Dae-young. Natürlich entsprechend zwei Defuse-Kits. Diesmal schnelle AX-Kit. The Palace einfach raus Richtung Spot ist erfolgreich. Diese mit dem ersten. Sam Dae-young ist raus. Knell zum zweiten. Natürlich fliegen jetzt die Granaten rein Richtung Jungle, Richtung Connector, um da entsprechend Team Spirit möglichst lange vom Bombspot fernzuhalten. Und die müssen sich entscheiden. Denn Gobby lurkt immer noch in der Mitte. Tja, und die Entscheidung wurde abgenommen. Gobby zwingt Team Spirit zum Waffensafe, denn die können sie nicht riskieren mit maximal 1-4 auf der Bank. Die AUK und die AK mit Granaten, Kevlar und dem Kit zu verlieren. Somit kein Ausgleich. Dima. Oben in Apps drin, währenddessen sich Softwick in Richtung Upper Mid Apps zurückgezogen hat. Gibt die ersten Steps auf Short, Bombe geht hoch. Na und Big kann er da keine Rifles mehr rausnehmen. Ja, die sichert Team Spirit erfolgreich. Na, bislang kann sich da kein Team so wirklich absetzen. Team Spirit kommt immer wieder close ran. Natürlich jetzt ein bisschen in einer sehr, sehr prekären Lage. Ja, sie haben zwei Rifles gesichert, keine Frage, aber eben haben nicht genug Geld auf der Bank, um nochmal voll reinzukaufen. Könnte also versuchen, mit den beiden Rifles einen entsprechenden Impact zu suggerieren oder aber man versucht reinzuforcen, was vielleicht nicht so die beste Option wäre. Verliert man die Runde, gibt man die Runde ab, wäre es eine sichere achte Runde für Big auf der Mirage T-Side. Die taktische Pause natürlich, um das Ganze jetzt entsprechend zu besprechen, was Team Spirit hier vorhat. Und genauso bei Big. Wir sehen Xenteris mit 13 zu 5 Sets. Also er macht hier bislang einen guten Eindruck auf Mirage. Währenddessen der Rest ungefähr gleich ist mit 7 Frags, 5 Frags, 8 Top-Fragger, Sam Dae-young bei Team Spirit. Und sie gehen das Risiko ein. Team Spirit investiert. Eine AUG, eine Scout, eine AK und die Doppel-MP9 mit Kevlar-Granaten und diesem einen zigen Dev-Kit. Connector schnell rein. Oh, Tizian, vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Granate kommt unten close. Molotov geht nicht auf, aber Tapsen. Auch er steckt nochmal 80 Schaden ein. Der Molotov forst sie jetzt raus. Sie können nicht reingehen und Sam Dae-young bleibt erstmal drin. Zweimal überzahlt. Die jetzt Xenteris traden. Auch da steht Instant Coldy bereit auf die Close Distance mit der MP9. Copy und Nex. Full Life, 30 HP, immer noch vorm Connector. Oh, Sam Dae-young mit 2 HP. Und Nex. Tja, das war's eigentlich. 31 Health Points. Er weiß irgendwas vorm Connector, muss aber aufpassen. Noch kurz, da steht noch Dima. Und der dürfte ihn gleich spotten. Und dann dürften sie da zu zweit ganz sicher rausnehmen können im Connector. Ah, versucht dann die Bombe zu kommen. Next mit einem ersten. Kommt close. 6 zum zweiten. Und aber auf kurz. Da steht immer noch Softdick. Der schaut mal rein. Oh, Next mit Low Life. Und dann Mitte oben Cody. Schön ausgespielt. Einfach gewartet im Spirit. Natürlich, dass man da im Connector so viel Impact hat. Natürlich sehr, sehr bitter. Erneute mögliche Chance auf den Ausgleich und wir sehen zum ersten Mal die AWP in den Händen von Nex. Aimed Window up, Connector, Gobby ist schneller. Ah, pusht jetzt Mitte oben, offensiv, Dima, Doppelkill, Gobby raus, Nex raus, die AWP ist weg, Xenteris in Richtung Stairs ist gesehen worden von Coldy im CT-Spawn und Tizian immer noch am T-Spawn unterwegs, muss die Bombe erstmal recovern, wird einfach gedoppelt von Softdick von Coldy und es ist ein 1 gegen 4 für Tizian. Q
kurz steht. Mitte unten steht vom Connector. Dima schnappt sich den Triple Kill in dieser 12. Runde. Und es ist der 6:6 Ausgleich. Ja, Big kann die Führung erstmal nicht weiter ausbauen. Sehen wir nochmal einen schnellen Shot vor der AWP. Dima Doppelkill in der Mitte. Natürlich, jetzt reicht's vom Geld auch bei Big nicht mehr. Pistol Ekeround mit zwei P250s bei Tizian, bei Gopi. Erstmal Richtung Underpass mit zwei Mann das Ganze einnehmen. Hört die ersten Steps offensiv auf Short. Dima hängt wieder mit der Aug rein. Darf Cost im Window am Straven. Tizian hofft da auf einen P250-Headshot in Richtung Window, Richtung Connector, Richtung Shorts. Gibt eine erste Info. Tapsen gespottet. Granate. Oh, nimmt den Instant raus. Und noch Tizian auf 60. Darf Cost die nächste Nade rein. Tizian. Oh, der Doppel-Nade-Kill. Unten vor Window. Ja, Xanteris, Copy, Nex, gibt den Boost fürs Window, Dima natürlich als Backup dabei auf Shot, auch Nex ist bekannt, wird instant gedoppelt, da pushen sie aus der Mitte, aus dem Connector nochmal raus. Mit dem Spirit, mit einer Chance, mit einer guten Chance. Da vielleicht jetzt die 8. Runde klar zu machen. Oh, Darf Cost offensiv im Palace. Oh, da hat Nex Glück. Centaurus, Underpass, mit Tapsen wieder zusammen eingenommen. Ja, Big scheint da auf den A-Split zu tendieren. Über die Rampe, Palace, über den Connector. Nur da stehen sie eben. Sam Dayang, Dima. Sie lassen sich sehr viel Zeit. Ja, immer noch 60 Sekunden. Vielleicht der Boost fürs Window für Tapsen und Centaurus. Erstmal in Richtung Short geschaut. Dima, oh, hat Pech. Erster Vorteil. Und das ohne auch nur einen einzigen Schadenspunkt einzunehmen. Instant gibt's die Defensivgranaten Richtung Connector. Flash ist raus Richtung A-Spot. Aber nochmal den Defensiv von Otoff in Richtung Rampe. Und Cody steht close. Und das könnte aufgehen. Das könnte eine Chance sein. Sander Young defensiv in Richtung Jungle zurück. Cody hört die Steps an der Rampe. Bombe down. Cody pinkt offensiv. Aber nix. Nehmt entsprechend ab. Softik, Darf Cost, kurz stehen sie, CT-Spawn, AUG und AWP, sie haben Kits, sie haben Granaten. Nur gegen 4 Mann, das Ganze zu retaken ist entsprechend schwierig, deswegen geht's da schon defensiv zurück in Richtung B-Apps, in Richtung B-Spots, Underpass, die Waffen durchbringen und das weiß auch Big selbst. Tapsen, sneakt sich Underpass erfolgreich durch, Softik hat erstmal keinen Fokus nach unten. Und das wird schwierig jetzt für Darf Cost. Bringt er die AWP durch, ist die Frage. Steht immer noch hinten Supermarkt drin. CT-Spot steht, B-Spot steht. Next kommt er langsam vor und hat ein gutes Timing. Sieben Ausgleich. Und egal, wer von beiden am Ende mit der 8. Runde dasteht. Es war bislang eine sehr, sehr knappe erste Halbzeit. Und Team Spirit, ja, sie haben nochmal Geld. Doppel-AWP, Doppel-AUG. Eine Farmers für die Meister. Eigentlich auf Short immer sehr erfolgreich mit gewesen auf die Long Distance Richtung Upper Mid. Big mit dem gemeinsamen 5-Mann B-Execute. Gibt die ersten Granaten raus. Ja, die ersten Smokes fliegen, die ersten Flashes. Dima ist blind, ebenfalls abgesmoked. Kann da erstmal keinen Shot mehr setzen. Softik muss nachjustieren. Softik! Jawohl, Xenteris raus, Kopi auf 70, Tizian ebenfalls rausgenommen, Tapsen muss traden, es fehlen die Trades für Big. Und es ist eben nur noch ein Kopi, oben im Window dran mit 70 Sekunden, hinter Spot stehen sie mit 2, 3, 4 Mann. Und am Ende ist es entsprechend die 8. Runde, die Halbzeitführung für Team Spirit. Tja,
Immerhin für eine Map, die man in den letzten Runden überhaupt nicht gespielt hat, eher gemieden hat. 7 Runden für T-Side ist schon mal nicht schlecht. Eben jetzt heißt es, gerade in der zweiten Halbzeit vielleicht einen guten Start erwischen, die Pistol Round holen. Und dann könnte man durchaus eine Chance haben, auf Mirage vielleicht eine Führung aufzubauen. Vielleicht Team Spirits ein bisschen in die Ecke zu drängen. So, wir sehen. 4x Kevlar, Smoke, Doppelflash bei Team Spirit. Big mit 4x Kevlar, Kit, Doppelflash bei Tizian. Ja, gibt also keine Pistol Upgrades. Wir bleiben im 2-1-2. Tizia mit einer ersten Support-Flash, falls man oben was in der App sieht. Nex schaut offensiv und da bekommt er gleich die Info. Smoke ist raus, Flash ist hagel, direkt die Counter-Flash. Oh, aber Nex wird einfach rumgepusht. Erster Entry sitzt, Tizia kann Trading, Sancheris, die Rotation ist da auf dem B-Spot. Gobi schaut nochmal nach hinten, währenddessen Tapsen auf Kurs schon geschoben ist. Bang steht, Pfeiler steht oben, Apps, überall gibt's Infos. Und das ist erstmal die Einwand überzahlt. Tizia auf 5 HP angeschossen und hat die beiden Headshots. Softik wird irgendwie zu traden Richtung Window, Richtung Kitchen, schnappt sich einen Headshot. Oh, und da fällt Big eine nach dem anderen. Keine Chance, das Ganze noch irgendwie zu halten. Tja, und Team Spirit. Das ist doch mal eine gute Chance jetzt. Direkt die Führung weiter ausgebaut. Doppel AK, Doppel UMP. Und Big in der Pistol Ekeron. Jeweils 2 P250s, wieder bei Gob, bei Tizian. Na, schauen wir Richtung Palace, Richtung Connector. Team Spirit erstmal mit der Mittelkontrolle. Über Underpass, über Top mit geht's da langsam rein Richtung Connector, Richtung Win mit ein paar ersten Infos. Aber Big gibt bislang noch nichts ab. Sie stehen defensiv. Tapsen, schaut mal. Oh, Ding, Softtech. Der jetzt runter auf 37, muss da ein bisschen aufpassen, hat zum Glück nur die UMP in der Hand. Da geht's aber trotzdem langsam in Richtung B-Split. Tizian auf Short, Nex auf Short, jawohl, Softtick raus. Tizian wartet noch ab, währenddessen Tichy und S&J setzen kann gegen Tapsen. Tizian auf die Close Distance gedoppelt, Apps kommt, Kurz kommt und da haben sie keine Chance auf Short. Gobi, Kit schnell gespottet, Spaydown sitzt nicht ganz, aber ist eben mit 10 HP der One-Shot. Und den können sie ganz einfach umpushen. 10-7 Führung für Team Spirit, jetzt aber Big die erste Baron auf der City-Seite. Direkt gibt's die Triple Aug, die Vierer Aug sogar. Also Big macht das Team Spirit nach mit 4 AOGs in der Hand. Und wieder 3-4 Mann Richtung B-Spots im Aufbau. Tizian mit einer ersten Granate rein, wird angeschossen und bekommt da deutlich mehr Schaden, als die Granate austeilen kann. Stellt sich unten Kloss. Short steht Nex. Auch Tapsen ist schon mit da. Dima bleibt offensiv. Martin Spirit lässt die Bombe erstmal hinten. In Richtung Underpass abgestellt. Ah, nicht zu früh in Richtung B committen. Nicht zu viel riskieren. Gibt den ersten Entry. Dima erfolgreich. Nex gedoppelt von links und rechts. Kommen sie, doppeln Nex. Und Oxenteris kann einen setzen. Tapsen, Gott B. Und eigentlich im 2 gegen 4. Ohne Käfer, ohne Kit. Mit nur einer einzigen Flash bei Gott B. Da reicht das nicht mehr. Die gehen also in den Versuch, die beiden Rifles zu sich zu bringen. Richtung City Spawn, Richtung Apps, Palace und Team Spirit. Ah, sie blühen weiter auf der T-Side.
Und so langsam kommt es drauf an. Wir sehen nochmal Dima. Seinem schönen ersten Entry. Big kauft ein bisschen was nach. Wir sehen den Deagle, der P250. Noch ein, zwei Granaten in die Hände. Darfkost schaut Richtung Connector. Hofft da vielleicht den ersten Blick zu bekommen. Ja, sich schauen mal offensiv rein. Tapsen hat Glück im Timing. Aber smogt auch hier erstmal. Ah, nicht ab. Jetzt gibt es die ersten Flashes. Connector. Das erste Vorteil für Tapsen. Fast auch der zweite, aber eben nur fast. Darfkost mit 5 HP ist ein ganz, ganz schneller Trade. Xenteris, go B mit den beiden Rifles in der Hand. Er hat Careful, er weiß, dass da noch irgendwas unten an der Pass wartet. Aber noch gibt's keine Vision. Nochmal Defensiv-Smogs rein, Richtung Connector. Und der Teamspeed entsprechend viele Sekunden investieren muss. Sunder Young faked ein bisschen Richtung B und sie bleiben im 2-2-Aufbau. Xenteris blind. Short als Backup mit bei. Team Spirit gruppiert sich erneut mit allen vier Mann in Richtung B-Apps, Richtung B-Spot. Da stehen eben Gobbe und Tizian. Tizian mit Infos. Oh, hat den ersten gespot. Granaten kommen raus. Weiß, dass er was close kommt. Tizian mit der P250 reicht nicht. Auch kurz mit der AUG vielleicht. Ja, dann Gobbe bekommt den ersten Trade. So, der Schaden ist gut. 4 bei Sunder Young, 5 bei Darfkost. Aber Darfkost macht's mit der AWP einfach nochmal in die Überzahl. Und dann muss Sunder Young traden. Gob mit 3. Gob, und er weiß, dass oben Darfkost steht. 20 Sekunden, Bombe down. Gob verbrennt, muss an. Oh, 11 HP. Darfkost, und er weiß, dass er irgendwo Richtung Spot gelaufen ist. 12 Sekunden, aber er muss offensiv pushen. Und Gob hat ein gutes Timing. Und Gobbe rettet die Runde für Big. Nur jetzt heißt es anknüpfen. Jetzt heißt es dranbleiben. Denn geht die Anschlussrunde nicht auf, wäre es wieder eine Chance, die Speedy-Führung weiter auszubauen und Big in die nächste Pistoleko zu schicken. AWP für Tapsen. Dima, Top-Bit, Tapsen aus dem Winter bekommt keine Vision, kann da keinen ersten Schuss absetzen, vielleicht über den Connector, vielleicht da. Mit einem ersten freien Shot. Gibt eine erste hohe Flash rein, mit Kurzlicht einmal rumpieken kann, nächstes abgesmoked, Granate von Xenteris, und die macht gar nicht mal schlechten Schaden. 15 bei Sunder Young, 25 bei Dima, oh, die nächste 7 fällt immer gut runter auf 40 und Xenteris hört die Steps, der weiß Bescheid. Team Spirit steht close unten am Connector. Eventueller A-Split, den hier Teamspiel vorbereitet. Oh, da muss er gerade nachladen. Und das ist bitter. Tapsen raus. Xenteris mit dem ersten wichtigen Titel. Aber on Spot fällt ebenfalls auch Gobbe. Und es ist ein 3 gegen 3. Es ist machbar auf beiden Seiten. Doppel, Triple Molotov noch bei Team Spirit. Xenteris über den CT-Spawn. Next über den Connector. Oh, die Headshots sitzen. Nur noch Darfkost mit der UMP in Richtung Rampe. Ist gespottet, ist bekannt. Den können sie echt ganz einfach rausnehmen. Darfkost zum ersten. Und dann kommt wieder Next aus dem Connector raus. Und Big bekommt die Anschlussrunde. Und das ist wichtig jetzt. So ein bisschen Confidence aufbauen. Natürlich dazu gibt es ganz, ganz leicht so langsam ein paar Ersparnisse auf dem Bankkonto. Es gibt das nächste taktische Timeout. Team Spirit mit 3 bis 4, 4 auf der Bank. Und es scheint dann eben doch in den Forceball zu gehen. Xenteris, 19-13, 7 bei Tapsen und Tizen, also noch nicht so ganz so optimal drin auf Mirage. Dafür eben bei Team Spirit Sunder Young mit 19-14, also
um einen Tod schlechter als Xenteras. Nur da eben sind sie mit 15, 17, 10 und 11 ein bisschen besser aufgestellt als Big, aber haben ja entsprechend auch zwei Runden Führung. Zwei Runden noch. Und Team Spirit. Diesmal ein 3-1-1 Aufbau. Connector abgemollet, wird instant gesmoked. Tapsen mit einer ersten Mitte-Flash. Sammler ja in Richtung B, versucht's da langsam mal raus. Bekommt den ersten Schaden. Titan ist raus. Nex muss traden und schafft's. 50 HP Granate raus. Gab eine Assaultation Richtung B-Spot. Jetzt müssen wir Richtung A-Spot schauen. Gott B weiß, dass er vielleicht fast rauslaufen könnte. Xenteras defensiv im Jungle. Währenddessen Gott B die ersten Granaten abbekommt. Monotop Smoke. Xenteras auf die Long Distance. Nicht erfolgreich. Hat nur für Schaden gereicht. Granate fliegt Richtung Spot rein, die könnte das Ziel finden, tut es aber nicht, immer noch softig am Leben, Gott B über Ticket und die Bombe zu hinein, einen Blick reinzubekekommen, aber es ist eben eine Ein-Mann-Unterzahl für Big im Retake. Mit AWP bei Tapsen, mit Doppel-Aug bei Gott B und Next, sie haben die Fuse-Kills, sie haben noch eine Smoke, eine Flash, aber sind bekannt und sie brauchen erstmal einen weiteren Entry im Retake. Jetzt die Flash rein. Oh, hat nicht wirklich gesessen. Darfkost auf 40. Dafür die Flash. Nehmen sie mit deutschen Bassstärker. Softik. Darfkost. Runter auf 5. Auf 40. Und Tapsen hat immer noch die AWP in der Hand. Schnappt sich den ersten. Smoke die Bombe. Hat die Bombe liegt defensiv geplant. Tapsen, er springt. Und Softik weiß Bescheid, dass er nicht offensiv reinpushen muss. Und das ist bitter für Big. Denn sie hätten es eventuell haben können. Sie hätten es eigentlich haben müssen. Und der Ausgleich, der rückt erstmal wieder in die weite Ferne. Pistol Eco Round. Natürlich Rifles, Kevlar, Granaten bei Team Spirit. Es gibt die Deagle für Xenteras, ebenfalls die Deagle für Nex und der P250 für Tapsen, währenddessen Tizen und Gobby nichts reinkaufen. Softtick unten, Underpass. Windows Smoke League, Connector Smoke League. Den dritten da oben. Schauen wir mal Richtung Short, Richtung Connector, Richtung Win, ob sie vielleicht irgendwas sehen können, ob sich vielleicht Big irgendwo offensiv zeigt. Aber die versuchen natürlich erstmal das Ganze auf die Close Distance zu verlagern. Oh, da wird schon der B-Spot predicted, indem er da offensiv mit Tapsen Palace ausschließt. Und sie gruppieren sich mit 4 Mann in Richtung B-Spot. Und das könnte aufgehen. Kurz gibt's ein paar erste Shots dran, aber Schaden noch gleich 0 gegen Team Spirit. Jetzt Cody raus. Darfkost angeschossen. Softik raus. Ist ein 3 gegen 3, was sie ausspielen können, nicht, wenn er irgendwie close ist und auch Sander Young mit rumzieht. Tapsen, Gobby, on-spot defensiv mit der USB. Oh, ist nicht gesehen worden. Gobby! Und das ist eine Chance für Tapsen. Nur gereicht hat es eben am Ende nicht. Vier Runden Disadvantage. Big investiert. Triple Aug, M4, eine MP9 mit Granaten und Kit bei Tizian. Wenigstens das Death Kit möchte man hier unbedingt haben, falls wir zum Bombplan kommen bei Team Spirit. Und das lagert erstmal Granaten Richtung B-Spot als auch in Richtung B-Apps, aber der Schaden beläuft sich auf gleich 0. Tizian. Oh, Dima pusht einfach kurz durch. On-Spot stehen sie, Van stehen sie. Wichtige Infos. Kitchen soweit sauber. Sie doppeln. Next Tizian. Und dann kommt nochmal Tapsen vom Auto aus. Und es ist ein 1 gegen 3 für Darfkost. Tapsen, Triple Kill und Big ebenfalls zweistellig. Aber auch Team Spirit nach nur einer erfolgreichen Runde am Stück
Hat man keine Reserven auf der Bank, muss also auch hier in die erste Pistoleke-Round wieder reingehen. Zwei P250s, eine CZ für Sam Dai Young. Tapst mit einer ersten Mitte-Flash, zweite kommt Richtung Connector. Ah, sie hören ein paar erste Steps. Erster Füchs in Terrace. Tapsen hält den Connector, währenddessen die Bombe wieder in Richtung oben, Richtung Top mit. Schiebt. Und es scheint erneut mit allen vier Mann, ohne Granaten, mit Pistols only, in Richtung B-Side zu gehen. Nex auf Kurzoffensiv. Na, hat da Tizian als Backup. Jetzt steppen sie laut. Tizian. Oh, vom Timing her gerade noch so nochmal nachgeschaut. Bombe noch nicht gedroppt. Jetzt erst. Softing hält so ein bisschen Richtung Short. Schnappt sich. Oh, der Teamkill von Nex gegen Tizian. Aber es ist entsprechend dann 2 gegen 3 aus der Unterzahl von Team Spirit. Bombe nicht geplantet. Und die können sie ganz einfach denyen. Jetzt aber. Big, dranbleiben. 3-7 bei Team Spirit. Könnte also wieder reingekauft werden mit Arkas. Kevlarhelm, Granaten. Und genau das tun sie auch. Triple AK, Doppel Galil, Smokes, Molotov, Flashes. Und diesmal direkt der Viermann-Aufbau für den B-Spot. Ist eigentlich letztes halt gar nicht mal schlecht ausgegangen. Klar, Big in der Ballround immer sehr gefährlich. Nex blind, bekommt die Flash da oben in Apps rein und sieht Sam Dai Young. Nächsten Flash of Sagen raus. Sie kommen trotzdem Richtung B-Spot. Tizian unten close mit der Augen, bekommt den ersten, aber keinen zweiten mehr. Cody Soft, die können traden, aber es ist die einmal Unterzahl, die dann Tapsen wiederherstellen kann. Tja, und der B-Execute leider nicht aufgegangen. Die Defense sind einfach doch ein bisschen zu strong. Sind Harris. Als einziger Spieler mit dem Blick in Richtung A-Spot. Zieht jetzt in Richtung CT-Spawn. Darf Custom Connector. Cody. Und den langen wie bei T-Spawn in Kauf. Maxon Terrace braucht da frühe, schnelle Infos. Stellt sich aufs Ticket. Schaut Richtung Rampe. Darf Kost defensiv im Connector. Cody. Immer noch defensiv. Erste Rampe Molotov. Man weiß, dass irgendwas in Richtung CT-Spawn wartet. Maxon Terrace aimt oben den Cross ab. Und Cody. Ah, kommt da ganz langsam raus. Sie hätten eine Flash bei Darf Kost. Wird er wenigstens oben sich herausdroppen, kann die Bombe vielleicht offensiv liegen. Sekunden. Die Zeit wird knapp. Jetzt die erste Flash hoch in Richtung CT. Xenteris blind ist gespottet worden, damit sie den erstmal runterdroppen. Bombe kann nicht gelegt werden. Die müssen Xenteris rausnehmen. Und Cody hat Probleme. 50 Sekunden. Granate rein. Runter auf 50 immer noch. 5 Sekunden. Kurz steht. Chaps mit einem die Zeit. Die Zeit reicht nicht mehr. Big mit einer 12. Runde. Und das ist richtig stark gemacht worden. Einfach defensiv gewartet. Geschaut, bis man entsprechend die Zeit nicht mehr hat, die Bombe zu legen. Und jetzt haben sie die Chance. Jetzt haben sie die Möglichkeit. Pistol Eco bei Team Spirit. Triple P250. Gegen die Barons von Big. Oh, wir sehen den Viermann auch auf dem B-Spot, währenddessen Cody in eine Richtung A unterwegs ist. Vielleicht ein potenzieller Fake, den Team Spirit da plant. Nur dafür natürlich bräuchten sie dann auch mal den Entry auf dem B-Spot, um die Rotation zu forcen. Softic ist bekannt, Tizian unten close, gibt eine erste Granate von Short rein. Tapsen. Kommt keine Infos im Underpass. Springt er immer weiter wie so ein Hüpfhörnchen. Und er ist im Connectax und Terrace stand. Und zieht sich aber erstmal ein bisschen zurück. Immer noch die Bombe oben im Palace. Bei 60 Sekunden für Team Spirit. Darth Kost. Im Nuki.
Aber sie lassen da wirklich sehr, sehr viel Zeit ins Nichts laufen. Team Spirit. 30 Sekunden. Tapsen, nochmal im Sprung. Bei der irgendwelche Infos bekommt. Softik versucht in Richtung B jetzt ein bisschen zu lurken, ein bisschen zu faken. Pusht raus, aber Tizan ist da. Erfolgreich. Mitte, Connector, A-Split angespielt. Oh, und dann steht er zu Lütnux hinterher. Es können zwei machen, aber die kommen einfach nicht an die Waffe dran. Next ist da auf Short, auch er bekommt ins Gewicht. Und dann ist es Tapsen auf die Close Distance. 13-13 Ausgleich. Jetzt ist alles wieder drin für Big. Sehen wir nochmal den Doppelkill von Xanteros, den er da machen wollte, und dann eben Dima auf die Long Distance. Und jetzt muss die Byron aufgehen. Tapsen bekommt die AWP, fiegt nochmal das Window nach. Na, Jump Richtung Short gefailt, dafür steht wieder oben Dima, der bislang den AWP schon erstmal ausweichen kann. Oh, Flash sitzt nicht, Tapsen, und er hat Zeit. Und das ist wichtig. Rampe steht, Palace steht, Mitte steht. Erste Überzahl für Big. Softdeck fliegt natürlich nochmal nach, wie das Tapsen den Blick in Richtung Palace wagt. Cody traut sich da nur ganz, ganz langsam ran. Natürlich könnte Tapsen mit ein bisschen Glück vielleicht erwischen. Nochmal, Molotov Richtung Window reingeworfen. Wir haben noch ein paar Flashes, wir haben eine Granate, aber nur noch eine einzige Smoke bei Team Spirit. Und deswegen verschieben sie nochmal. Oh, Sam, der mit Infos in dem ersten Entry auf dem B-Spot, den sie ein bisschen offener geschaltet haben bei Big. Next. Ah, weiß, dass auf B was draufsteht. Schaut Richtung Short, Richtung Van, Bank, Apps, hält so ein bisschen die Cross, 50 Sekunden und sieht unglücklicherweise, darf Kost nicht crossen. Tapsen, schaut. Aha, Bombplant können sie erstmal nicht hinein. Das M-Team spielt gut ab. Aber es ist ein 4 gegen 4 Retake. Doppelkit bei Xanteros Tapsen. Next in Kitchen. Und von hinten kommt der Backstep von Xanteros. Oh, Tapsen. Gerade noch gespottet gehabt. Oh, Xanteros ist raus. Next pusht rein. Next, aber auch er ist down. Und das ist eine 2 gegen 4 Unterzahl. Tapsen gehatcht, gedingt. 30 HP und das heißt Rückzug. Tapsen und Gobi bringen Ark und die AWP durch. Kevlar, Helme, Kit. Aber Team Spirit, sie lassen es zum Ausgleich kommen, aber gewähren der Big nicht die Chance, in Führung zu gehen. Gob, noch kurz Ladder Room. Könnte vielleicht noch einen rausnehmen, jawohl. Ist eine Waffe weniger, man bekommt in der nächsten Runde bei Team Spirit. Und dementsprechend wieder investieren muss. Noch bei Big ist es entsprechend tricky. 2-3 bei Xanteros. Und wenn sie jetzt die Runde abgeben, in der sie reinforcen, wäre es die sichere Overtime für Team Spirit. Und dann hätte Big eben nicht mehr viel, was sie nächste Runde reinvestieren können. Wir sehen nochmal ein paar Highlights aus der Runde zuvor. Und Big investiert. AWP für Tapsen, Doppel-Aug, Gobi und Max, eine Empty für Xanteros und Tizian bleibt bei der P250. Breiter Aufbau auf dem Spirit. Richtung Palace, Rampe, Mitte rum abgeaimt, B abgeaimt, Gobi mit ersten Infos, gibt ein paar Granaten Richtung A-Spot. Aber noch hat sich Team Spirit nicht entschieden, wo es hingehen soll. Na, tasten sich erstmal langsam ran. Xanteros. Noch haben wir nachgepickt. Tapsen B offensiv, den Solo B holden. Deswegen können sie sich zu viert in Richtung A-Spot fokussieren. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit für Big. Auch mit einer Waffe weniger die Runde zu holen, denn sie haben die Info. Sie wissen, Tapsen, der sagt früh Bescheid, wenn er was sieht. G.
gibt die ersten Smokes rein. Richtung City, Richtung Jungle. Tapsen bleibt noch auf B stehen. Tizian unten close. Die Flashes sind gut. Tizian! Ah, ganz knapp nicht gereicht. Dima auf 30. Gobi on spot mit der Aug. Defensiv am DV Plant. Oben App steht. Palace kommt. Rampe kommt. Gobi immer noch nicht rausgenommen. Aber Kapp bekommt einen, aber keinen zweiten. Und es sind Xenteras und Tapsen. Stairs, Jungle, jawohl, fast ein 2 gegen 2 mit 9 HP bei Sam Dayang. Sie haben das Kit, sie haben noch eine Flash und dabei, sie haben wissen nicht, wo Team Spirit steht. Sie wollten erstmal Richtung Mitte schieben, was man jetzt erstmal abbricht. Tapsen hält im Palace, Bombe liegt offensiv, Xenteras schaut rein, aber da unten ist keiner drin. Die stehen alle drei in Richtung Rampe, alle drei nach unten raus. Jetzt mal kurz undefused. Hohe Flash rein. Sam Dayang biegt. Die Flash ist gut. Und Tapsen und Xenteras sind instant weg. Zwei Map Points für Team Spirit. Und klar, Big investiert alles, was sie haben. Doppel-Deagle, B250, CZ, der Mac7, Connector, Spotty, Granate, macht wenigstens ein bisschen Anfangsschaden. Das ist möglich. Vielleicht ein paar Deagle-Headshots für Tapsen und Xenteras. Das wäre eine Chance. Aber wir sehen erstmal einen langsamen, einen defensiven Aufbau. Kurz gibt's den Boost Richtung Nuki, Richtung Connector. Ah, Tapsen, den weiteren Offensivblick bekommt ein erster Windows-Smoke mit. Das heißt, irgendetwas muss ja oben in der Mitte stehen. Aber Softik passt auf, Xenteras ist down, die erste Deagle ist weg. Tapsen piekt nach, Softik guckt Richtung Shorts. Tapsen nochmal nachgepiekt und Team Spirit sie verschieben. Zu viert über den T-Spawn Richtung A-Spot. Tizian. Close Distance B250. Gobi, Close Distance Mac7. 40 Sekunden. Sneaken sich da alle konsequent in Richtung Rampe raus. Oh, es gibt noch keine Infos. Tizian bekommt keine Vision. Und Gobi kann so viel Impact haben mit der Max-Up. Trifft aber nur 1,5. Coldy auf 30. Darf kostet auf 50. Und es ist eine einmal Unterzahl für Big. Und Tabs mit dem Backstep. Oh, vom T-Spawn aus. Sie müssen nur Zeit rausholen. Sie müssen nur Zeit rausholen. Sie dürfen jetzt nicht draufgehen, Tizian und Nex. Und trotzdem pieken sie rein. Tabs sind abgeämt worden. 2 gegen 4 mit Pistols. Kevlar gegen eben die Rifles. Bombplant vollzogen. Konnten sie nicht aufhalten. Und dann ist es nur noch Tizian mit 50, mit 60 Health Points. Und das reicht nicht. 1-0 Team Spirit.